Wie kommen wir in den Fluss der Jahreszeiten unseres Lebens? Aber vor allem kommen wir in den kosmischen Fluss, in den Fluss des Kosmos und des Himmels, der so wichtig ist in unserem alltäglichen Leben? In den Fluss kommen und im Fluss bleiben. So viel im Leben fließt, die Flüsse, das Wetter, Beziehungen fließen ins Leben ein und wieder heraus, Freundschaften, die Jahre. Sie fließen durch uns hindurch. Wir gehen durch den Raum, wir besuchen einen Freund, wir gehen in ein anderes Land. Wir gehen durch den Raum, aber die Zeit durchfließt uns. Wie kommen wir in den Fluss der Jahreszeiten unseres Lebens? Aber vor allem kommen wir in den kosmischen Fluss, in den Fluss des Kosmos und des Himmels, der so wichtig ist in unserem alltäglichen Leben. Die Schamanen übten das Sein im Fluss durch einen tiefen Entspannungszustand, indem sie einfach das anerkannten, was ist. Immer wenn ich versuche, mit der Art rumzustreiten, wie die Dinge sind, verliere ich, und zwar jedes Mal. Das soll nicht heißen, dass wir nicht mal Dinge verändern, die verändert werden müssen, denn obwohl die Realität vollkommen ist, genau so wie sie ist, könnte sie durchaus noch ein bisschen Verbesserung brauchen. Wie kommen wir in den Fluss, sodass wir nicht gegen den Strom schwimmen, sodass wir nicht den Fluss bekämpfen, sodass wir nicht mit dem Kopf gegen den Wind drücken? Wie werden wir fluide, flüssig wie ein Kampfkünstler des Lebens? Seit Tausenden von Jahren ist es so, dass die Schamanen der Welt, und ich habe nun hauptsächlich mit den Schamanen der Anden und des Amazonasgebiets studiert und mit denen in den Amerikas, die hatten eine Meditationspraxis, die nicht im Sitzen ausgeführt wurde beim Rennen, sondern die wurde mit jedem Atem ausgeführt. Und die Praxis bestand daraus, dass es ein Mantra gab, das man sich wiederholte mit dem Atem. Und ich möchte euch gerne einladen, dieses Mantra mit mir zusammen zu machen. Es geht einfach darum, dass wir das eine Ding, womit wir immer fließen, das ist der Atem, der Einatem und der Ausatem. Und das Mantra ist kein hinduistisches oder buddhistisches Mantra, das ist ein ganz freundliches Mantra, und das geht folgendermaßen. Alles, was ich bin, ist mein Atem. Alles, was ich bin, ist mein Atem. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Der Schlüssel für diese Praxis liegt darin, dass man eine Pause macht, und zwar am Gipfelpunkt des Atems, ganz oben und ganz unten. Da, wenn der Einatmen zum Ausatmen wird. Und in diesem Augenblick treten wir aus der alltäglichen, gewöhnlichen Realität und Zeit heraus. Da hält die Zeit an, da fließt sie nicht mehr durch uns. Wir treten außerhalb der Zeit, der gewöhnlichen Zeit, und treten in die Unendlichkeit ein. Das üben wir jetzt gemeinsam. Lass die Augen offen mit einem tiefen Einatmen. Und halte inne, ganz am Ende des Einatems, nur einen Augenblick, du brauchst das nicht zu forcieren, spür einfach nur, wie es vom Einatem zum Ausatem geht. Und unten, wenn der Ausatem ganz und gar gemacht ist, spür, wie sich der Fluss verändert vom Ausatem wieder zurück zum Anfüllen der Lungen. Alles, was ich bin, ist mein Atem. Nimm wahr, wie ganz unten beim Ausatem das wirklich zu einem Stillstand wird. Da ist eine Stille, die sich ereignet, und nimm wahr, wie sich der Atem wieder verwandelt zum Einatmen, während du dir wiederholst, alles, was ich bin, ist mein Atem. All
Alles, was ich bin, ist mein Atem. Wer war ich vor einem Augenblick, als ich diesen tiefen, wirklich ganz erfüllenden, angenehmen Atemzug nahm? Und wer bin ich jetzt, wo mein Atem zu den Bergen und den Flüssen zurückgekehrt ist und zu den Bäumen und den Regenwäldern? Ich bin eins mit all ihnen. Ich bin nicht länger von ihnen getrennt. Alles, was ich bin, ist mein Atem. Versuch das mal. Wenn du das jeden Tag eine Minute machst, dann wird dir das dabei helfen, in den Fluss des Lebens zurückzukehren. Da musst du also nicht kämpfen. Egal, was auch immer das Schicksal dir vielleicht bereitet hat für diesen Tag, du musst nicht dagegen ankämpfen, du musst dich nicht mit deinen Kindern streiten oder mit dem Verkehr kämpfen oder gegen deinen Vorgesetzten kämpfen oder gegen deine Liebste oder gegen dich, weil du immer wieder zurückkehrst in den Fluss. Und Fluss bedeutet Tanz. Bleib mit dem Tanz. Das heißt nicht, dass du Dinge tolerieren solltest, die verkehrt sind. Nein, nein, dagegen stehst du auf und sprichst die Wahrheit, aber du tust es auf eine freundliche Art. Du machst es im Fluss, im Atem. Faszinierend daran ist, dass das Wort Konspiration kommt aus dem lateinischen Wort conspirare, zusammenarbeiten. Also Menschen wussten immer, oder sie hatten immer Angst davor, sie hatten immer Angst vor Leuten, die zusammenarbeiteten. Das war wie eine Verschwörung. Und man wird das bemerken, wenn man empathisch wird mit jemandem, dann fängt der Atem an, sich zu synchronisieren mit dem Atemrhythmus dieses anderen Menschen. Alles, was ich bin, ist mein Atem. Und ganz oben am Gipfelpunkt des Atems gehst du aus der gewöhnlichen Zeit heraus und trittst ein in die Zeitlosigkeit vor der Zeit und nach der Zeit, in die Unendlichkeit hinein. Da gibt es eine Praxis, die mit diesem Fließenlassen einhergeht, und diese Praxis ist die Praxis des Es-Sein-Lassens, es einfach sein lassen. Let it be. Das bedeutet nicht, dass du nicht das verändern müsstest, aber du musst nicht denken, dass da etwas falsch dran sei und dass du es deswegen verändern müsstest. Denn in dem Augenblick, wo du etwas wahrnimmst als falsch in einer Situation, projizierst du schon etwas und du projizierst einen ungeheilten Teil deiner selbst in eine Dynamik hinein, in eine Gruppe von Menschen, in eine politische Meinung. Du projizierst etwas, was in dir lebt, und das erkennst du im Anderen. Und wenn du es im Anderen erkennst, dann hast du das Gefühl, du müsstest diesen Menschen verändern, du müsstest das gerade rücken, das reparieren. Und in dem Augenblick, in dem das passiert, Vorsicht, nimm es einfach wahr, lass es sein und dann tritt hinein und mach es schön. Mach es schön, aber setz niemanden ins Unrecht, denn in dem Augenblick, wo du jemanden ins Unrecht setzen möchtest, heilst du dich nicht, sondern du versuchst, diesen anderen wieder zu reparieren, und statt ihn zu reparieren oder die Dynamik in dir, das wäre viel wichtiger, das zu reparieren, den Krieg, der in dir herrscht, den Konflikt, die Gewalt in dir. Als die Mutter Teresa gefragt wurde, warum sie nach Indien ging, sagte sie, weil ich den Tyrannen in mir entdeckt hatte. Sie ging dahin, um sich zu heilen. Also, die Praxis, um die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind, oder das ist die Praxis, und dann einzutreten, um die eigene Schönheit und das eigene Heilungsvermögen da reinzubringen. Aber sei vorsichtig, wenn du dich irgendwie so wie genötigt fühlst, etwas zu verändern, weil etwas verkehrt sei. In dem Moment lässt du es nicht sein. In dem Moment beobachtest du etwas Ungeheiltes in dir, in jemand anderem. Meistens ist es der Partner, der Ehegatte, die Kinder, jemand, dem du nahestehst bei der Arbeit. Weil das sind die großen Spiegel. Die spiegeln uns wieder die Teile in uns, die einfach wieder in den Fluss zurück möchten. Es ist leichter, über den Fluss zu sprechen, als ihn wirklich zu leben und zu praktizieren. So wie alles andere, ne? Wenn man über Liebe spricht, ist das einfacher, als am Morgen mit diesem gleichen Menschen aufzuwachen, mit dem man schon seit
einem Jahr oder 5 Jahren oder 20 Jahren aufwacht oder 60 Jahre und sich einfach zuzulassen, dass man immer wieder neu überrascht wird von diesem und zu sagen, oh, wer ist denn der Mensch, mit dem ich da aufwache? Toll, fantastisch, jemand, den ich heute Morgen mal neu entdecken möchte. Wenn wir das Leben nicht durch uns fließen lassen, wenn wir feststecken, wenn wir das Gefühl haben, wir werden irgendwie fest, wir wachen morgens auf und sagen, oh, wer ist denn das hier neben mir, die da neben mir liegt? Himmel! Wessen Leben ist denn das, zu dem ich erwache am Morgen? Ich fließe gar nicht, wir sind nicht fluide. Wenn die Dinge nicht mehr fließen, werden wir krank. Dann kommen die Krankheiten, denn der Körper ist immer im Fluss. Und wenn die Körperflüssigkeiten aufhören, sich zu bewegen, dann endet das Leben. Wenn der Körper aufhört, sich zu bewegen, hören wir auf, uns zu entgiften. Dann können wir zwar noch Essen weiter zu uns nehmen, und wenn wir das nicht mehr rauslassen, dann sterben wir. Wenn wir nicht die Segen wieder in Umlauf bringen, die wir empfangen, den Wohlstand, die Schönheit, die Fülle, die zu uns kommt. Und wenn wir versuchen, das festzuhalten und nicht durch uns durchzulassen, dann werden wir arm, dann werden wir verarmen. Ich kann mich noch an die Zeit in den Hochanden erinnern, wo ich mal war, vor langer Zeit, da war ich mit meinem Mentor, einem alten Ureinwohner, einem Schamanen. Der lebte in einer Steinhütte, in einer ganz einfachen Steinhütte. Und dann habe ich ihn gefragt eines Tages, wie kannst du denn in einer solchen Armut leben? Du hast nichts, du hast überhaupt nichts. Und dann hat er sich zu mir umgedreht und hat auf die Anden-Berggipfel gewiesen, voller Schnee, bedeckt waren sie. Und er sagte, wer ist denn hier arm? Du hast ein kleines Bankkonto. Und du denkst, du wärst nicht arm? Und er hatte die Berge natürlich und die Flüsse und den Schnee und den Himmel. Also das Maß unseres Wohlstands ist das Maß, wie sehr wir durchs Leben fließen können. Je mehr wir versuchen, das festzuhalten, was wir haben, oder mehr von dem zu haben, von dem wir glauben, dass wir es bräuchten, um ganz zu sein, desto kränker werden wir. Und zwar, der Spirit wird krank, das Herz, die Seele, der Körper, alles wird krank. Lass es einfach sein. Lass es einfach bezeugt sein. Und der erste Mensch, mit dem du das übst, sind nicht deine Kinder und ist nicht dein Boss, ist nicht der Mensch, den du liebst, das bist du selbst. Du wachst am Morgen auf, eines Morgens, und du kritisierst dich mal nicht. Du sagst nicht und sagst, oh, was ist denn das hier für eine neue Falte, die ich da im Spiegel entdecke? Nein, die lässt du einfach sein. Du lässt dich einfach sein in all der Fülle und gehst zum Atem zurück. Alles, was ich bin, ist mein Atem. Sodass du am Ende des Lebens, wenn du deinen letzten Atemzug tust, nichts verlierst. Du wirst deinen Körper nicht verlieren, du wirst dein Leben nicht verlieren, du wirst deine Identität nicht verlieren, sondern du kehrst mit deinem Atem zurück zu dem einen Atem, der alles erfüllt in der Menschheit, die Berge, den Amazonas, die Wälder und die Flüsse. Dein Atem und der Atem Gottes werden dann zu einem Atem wieder. Also, das zu üben, diesen Fluss, das ist essentiell. Es ist nicht etwas, das man macht, wenn man morgens aufsteht oder mitten am Tag. Die Atemübung, ja, die machst du eine Minute am Tag, gleich am Morgen, wenn du aufwachst. Alles, was ich bin, ist mein Atem. Ich mache das gerne mehrfach am Tag. Wenn ich etwas lese, was mir nicht gefällt, über die Politik, wenn ich Nachrichten höre oder sehe, die mich aufregen, alles, was ich bin, ist mein Atem. Wenn ich irgendwie schlechte Nachrichten über mich höre, alles, was ich bin, ist mein Atem. Wenn du eine Diagnose bekommst über etwas, was an deinem Körper nicht stimmt, alles, was ich bin, ist mein Atem. Ich bin mein Atem.